Hey Freunde, heute bin ich Fake Esikala in Notruf Hamburg. Als kleine Aufwärmübung werden wir jetzt hier erstmal den Toolshop ausrauben, Freunde. Als SEK-Beamter hoffe ich mal, dass uns keiner hier verdächtigt. So, jetzt wird hier raufgekloppt. Und die Kasse ist auf, Freunde. Wir sammeln das Geld ein. Da haben wir das ganze Geld eingesammelt. Sehr gut. Jetzt hauen wir mal ein bisschen ab, bevor die Kollegen kommen. Ich meine natürlich die Polizei, Freunde. Das sind ja nicht meine Kollegen. Und hier sehe ich doch einen schönen Snackautomaten. Oh, das kann ich gebrauchen, Freunde. Ich habe keine Cookies mehr. Können wir natürlich auch immer gut gebrauchen. Dann fahren wir einfach weiter zum Juwelier. Hier ist gerade auch eine Schießerei. Dann gehen wir da einfach mal rein. Oh, hier ist was. Das müssen wir noch mitnehmen. Mitnehmen, bevor der Cop kommt. Mitnehmen. Einmal mitgenommen. Oha. Hier ist der Cop. Er hat nichts gemerkt. Hat er was gemerkt? Er hat mich nicht getasert. Er hat es nicht gemerkt. Oh mein Gott, wir haben einfach den Juwelier ausgeraubt und wir haben den Diamanten gekriegt. Okay, dann fahren wir jetzt schnell wieder zum Schmuggler und was verkaufen. Also hier beim Schmuggler ein bisschen Diamanten verkaufen. Sehr gut, jetzt haben wir schon mal wieder Geld dazu gekriegt. Wir haben hier natürlich die Bombe. Die können wir natürlich hier auch richtig schön platzieren und zünden, Freunde. Einmal in Deckung gehen, Achtung! So, und dann eine Machete nehmen wir natürlich auch richtig gut mit. So, die haben wir mitgenommen. Das Geld brauchen wir auch. Aber das nehmen wir gleich erst mit, weil das ist schön am Eingang. So, hier natürlich den Red Bull mitnehmen, Freunde. 900 Euro kostet eine Dose. Das ist das letzte Bündel, das haben wir auch dabei. Und wir sind ja vom SEK, Freunde. Deswegen keine Angst. Dann steigen wir in unser Auto ein. So gut. Vielleicht können wir noch zum Dealer fahren und die Machete verkaufen. Also hier vorne ist unser Dealer und verkaufen die Machete. Und dafür würde ich sagen, holen wir uns eine neue Bombe. Weil wir wollen auf jeden Fall noch die Bank ausrauben. Hier vorne ist die Bank. Ich glaube, da ist schon einer vom SEK. So, wir lassen den mal vorbei. Oh, da sind richtig viele Polizisten auf dem Server. Oh, ich glaube, da rennt auch gerade einer rein. Müssen wir mal gucken. Sind das Cops? Nee, es sind keine Cops. Das hier ist aber einer. Oha, ich hoffe, dass er mich nicht tasert. Oh mein Gott, sie merken das nicht. Ich kann nicht wegsprinten, ich muss mein Energy trinken. Oh mein Gott, ich gehe nochmal zurück. Was war das denn? Die haben das nicht gemerkt, dass ich ein Fake-SEKler bin. Bombe platzieren, ausrauben. So, Freunde, los. Los. Treppe platzieren. Ein Goldbahn brauchen wir. Einen mitgenommen. Und schnell hoch. Oh mein Gott. Schnell. Hier hin. Ein Energy trinken. Freunde, auf die Mauer rauffallen lassen. Und jetzt weg. Weg. Motor ist an. Und wir hauen ab. Oh mein, wir haben zwar nicht viel geraubt, aber der eine, der war ein Undercover-Cop. Da waren so viele Polizisten. Es ging nur um den Troll, Freunde. Wir haben den einfach richtig reingetrollt. Oh, wir müssen abbremsen. Wir wollen natürlich nicht geblitzt werden, unser Geld verlieren, Freunde. Junge, wie schlecht sind die Polizisten einfach. Oh nein, ich bin da reingefahren. Nein. Schnell weg. Das habe ich nicht gesehen. Oh Mist. Da waren Stopsticks. Oh nein, schnell zum ADAC. Zum Glück sind wir hier auf dieser Seite. Da sind Polizisten. Und abknallen. Wir haben aber unser Auto repariert. Und jetzt hauen wir ab, Freunde. So, was will der jetzt? So, will der Stress oder was? Will er den wiederbeleben? Nein! Los! Nein! Nein, der war viel besser als ich. Nein! Mist, ich brauche eigentlich ein anderes Auto. Das war ja so auffällig. Oh mein Gott. So, schön von hinten zum Dealership fahren und dann holen wir uns nochmal ein absolutes Noob-Auto, Freunde. Einmal das absolute Noob-Auto spawnen, Freunde. Jetzt kennen die uns wenigstens nicht mit dem Bus. Ich glaube, wir müssen das Auto aber mal schwarz färben. Da ist auf jeden Fall Polizei. Die fahren weg. Die suchen jetzt wahrscheinlich einen schwarzen Bus, aber wir sind ja in einem grünen Auto, Freunde. Nochmal rein, schwarz färben und wieder raus. Dann fahren wir jetzt hier durch den Hinterausgang natürlich wieder raus. Wir müssen uns ein bisschen bedeckt halten, Freunde. Wir haben ja schon den Juwelier ausgeraubt, den Containerhafen und die Bank.
Ich würde sagen, wir versuchen nochmal ein paar Cops zu trollen. Warte mal, ich muss mich mal hier hinstellen und mal schauen, was habe ich jetzt eigentlich. Ich habe noch einen Goldbarren, den muss ich noch eben verkaufen. Dann fahren wir hier natürlich hin und verkaufen natürlich das Gold, Freunde, für 1200. Sehr gut. Jetzt machen wir uns auf den Weg zu dieser Tankstelle hier und werden die natürlich mal ausrauben, Freunde. Und wir müssen das Geld hier natürlich konfiszieren. Ist ja ganz klar, dass wir es nur konfiszieren. Und da hinten kommt die Feuerwehr, aber die soll auch nicht unser Feind sein. Ja, wir stellen uns einfach mal, würde ich sagen, ganz stumpf daneben. So, wenn jetzt jemand kommt, vielleicht können wir den dann abknallen. Okay, es sind zwei Autos. Und abgeknallt. Sehr gut. Sein Kollege ist weggefahren. Okay, es kommen nur Krankenwagen anscheinend. Ich weiß nicht, was der Krankenwagen hier für einen Auftrag hat, dass er nämlich reinfährt. Aber egal, Freunde. Wir fahren weg. Also haben wir schon wieder einen Cop gekillt. Und ich sehe gerade, wir haben 9 Polizisten. Das ist ganz schön viel. Die haben ja noch einen extra, ne? Ihr wisst es. Den SEKler vom Dienst, Freunde. Einmal das Auto tanken. Genauso wie er. Und natürlich einmal aufpassen, dass hier nichts los ist, Freunde. Wenn wir schon mal hier sind, dann kann man hier auch mal eben ausrauben, oder? Ein bisschen Geld kann man immer gebrauchen. Will er jetzt hier snitchen und die Tür versperren, oder was hat er da vor? Und einmal mitnehmen. Ja, wenn er die Tür versperren will, dann gehen wir hier rein. Einmal drum zu und hier rein. Freunde, das ist das für ein Rettungssanitäter, der wollte uns einfach die Tür zersperren. Das geht ja wohl mal gar nicht fit, Freunde. Wir haben hier jetzt jedenfalls nochmal eine Tankstelle ausgeraubt. Also als Fake-SEKler gar kein Problem. Ich würde sagen, wir müssen gleich nochmal ein bisschen die Polizei provozieren, indem wir irgendwie bei denen mitmachen. So, einmal hier langlaufen. Und was hat der jetzt für einen Auftrag, Alter? Der will mich voll blockieren. Das geht gar nicht fit. Wir können aber einfach abhauen. Der ist eh viel zu langsam. Wir machen mal eine kleine Drehrunde hier im Kreisverkehr. Und jetzt ist er hier. Er ist da gecrashed. Und jetzt fahren wir hier wieder raus. Oh mein Gott. Und jetzt kommt er von da. Und jetzt drehen wir hier einfach wieder um. Und verstecken uns hier mal. Oh, da kommt einer. Ey, die Team doch. Der ist doch mit dem Krankenwagen, ist doch safe hier mit dem anderen zusammen im Discord oder so. Warum verfolgt er mich jetzt? Der kann das doch gar nicht wissen. Okay, Freunde, wir müssen uns gleich einen guten Platz finden, wo wir dann kämpfen können. Da hinten ist auf jeden Fall einer, ein weiterer Polizist. Das ist nicht gut für uns. Deswegen drehen wir wieder um. Das ist ein Kopf zu viel, Freunde. Ein 1 gegen 1 hätte ich jetzt gemacht. Dann fahren wir mal zum Juwelier. Vielleicht können wir da ein bisschen mit Action machen. Da vorne sind doch welche. Okay, ein Kopf haut ab. Und der ist abgeknallt. Und wir haben hier den Typen, der mich immer tasern will. Und der mich anhalten will. Aber wir haben einfach wieder einen Kopf gekillt. So, warte mal, wir stellen uns hier um die Ecke. Und da ist er doch. Und? Nein, 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 nein. Mitnehmen. Schnell, 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 schnell. Nein, er will Stopsticks machen. Wir hauen ab, wir haben kein Leben mehr. Oh mein Gott. So gut, Alter. So nice. Wir trollen richtig rein. Wir trollen richtig rein. Okay, einmal im Kreis fahren. Da vorne der Cop, der lebt anscheinend wieder. Er wird gerade wiederbelebt. Richtig gut, ey. So nice. Okay, wir fahren hier rüber, aber hier ist gefährlich. Hier kann man hängen bleiben. Wir fahren aber jetzt mal weiter zum Werkzeugladen. Aber eigentlich brauche ich eine Tankstelle, wo ich nochmal ein paar Cookies laden kann. Aber wo ich schon mal hier bin, kann ich auch hier raufhauen und ein bisschen Geld mitnehmen. So, Freunde. Und jetzt schnell abhauen. Ich hoffe, dass das Auto losfährt. Ja, es fährt los. Sehr gut. Wie viel Geld haben wir mittlerweile? 23.000. Okay, das ist schon mal sehr gut. Verfolgt uns der Typ? Er ist sich selber nicht sicher. Tja, hätte er uns mal lieber verfolgt, dann hätte er uns jetzt gekriegt. Let's go. Aber wir hauen ab. Und Freunde, wir fahren hier zum Dealer. Wir werden unsere Glock und alles verkaufen. Und das heißt, dass wir in 6 Minuten 30 nicht mehr kriminell sind und 23.000 Dollar kriegen, Freunde. Das ist doch richtig cool. Mittlerweile ist die Sonne aufgegangen. Wir haben unsere 24.000 Euro bekommen. Damit haben wir 49.000 Euro. Und ich würde sagen, wenn dir das Fake-SEK-Video gefallen hat, dann schau dir jetzt unbedingt das Video auf der rechten Seite an, weil da bin ich nämlich Fake-Polizist. Ciao!